Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2. Uff, pelzig. Was gibt's denn nur so saudumm zu lachen? Von wem auch immer. Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Jupp. Okay, hat uns nämlich auf dem Schirm. Und... jetzt perfekt. Jetzt schafft das Ding auch für uns. Huh. Gefrierender Bohrer. Lass deine Gegner Gefrierbohrer in der mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. Hm. Das ist natürlich nützlicher. Dann machen wir doch mal Eve-Link raus. Und probieren das doch mal hier aus, aber vorher. So. Gut. Fuck, ich splice einmal dort mit ab. So. An. Gut. Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen, aber die Familie kannst du nicht zerstören. Alter, wie fertig die hier drauf sind, ohne Witz jetzt mal. Okay, da können wir uns noch ein bisschen Zeug holen. Trophäe erhalten in Kupfer, Krösus. Panzerbrechende Munition holen wir uns auf jeden Fall. Ach, nochmal. Das kann auch sehr nützlich sein. Heckpfeiler sollte ich mir auch noch besorgen. Ansonsten, ja, lauf die Geschichte. Jetzt bin ich auch wieder ziemlich unner. Du stirbst ganz allein. Ja. Jetzt bin ich wieder ziemlich unner mit meinem Geld. Jetzt kann ich ja endlich wieder richtig Kohle flattern bei den Leuten. Hier wieder so Fotowand. Sind ja auch unglaublich geil gemacht, aber es sind leider immer dieselbe Bilder. Was ist denn? Ups. Wer ist hier ein nutzloser Scheißhaufen? Hast du dich mal selber im Spiegel angeguckt, du hässlicher Freak? Bäh. Gut, dann flatter ich die nochmal. Jetzt kann ich ja eigentlich wieder das Geld flattern. Wunderbar. Geh da mal weg, Bot. Ah, da war noch ein bisschen Munition fürs MG mit dabei. Finde ich aber cool, wie der Bohrer ach so eine Eisoptik hat. Das gefällt mir. Ist generell echt cool gemacht. Hier haben wir nix. Hier fließt Wasser runter. Meine Fresse. Sieht zerwahr aus hier. Da haben wir nichts Besonderes mehr. The Black Dream. Ein Erfahrungsfilm. Na toll, der schwarze Traum. Hier ist sehr viel schwarzes Geträume, wenn ich mir das so angucke. Alles wie ein dunkler Traum hier. Wie ein Albtraum. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Das war aber Anneries Stimme. Hat er nicht die Waylon Smithers bzw. die Quagmire Stimme dabei? Das finde ich etwas irritierend. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Ja. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Oh, das arme Kätzel. Wie kann man nur Katzen in so einen Käfig sperren? Wie krank ist denn das? Oh Mann, das tut mir mehr leid als die ganze Mensch, um ehrlich zu sein. Ja, erstmal ein bisschen hier was trinken noch.
bisschen tschetschenische Wodka hier sich reingegönnt. Und ansonsten nichts mehr. Ja. Ah, da drüber hockt noch so ein Pansen. Kümmern wir mal uns um dich. So. Oh, da ist auch noch so ein großer Pansen. Aber warte mal, du großer Pansen. Das mache ich jetzt auch nochmal. Filmer. Eventuell lerne ich hier nochmal was. Nö, anscheinend nicht. Hey. Alter, Falter. Achso, du bist das. Gewitter erleid. Ich hab schon gedacht. Aber ich sollte nicht denken. Und habe ich dich. Mann. Puh, dann hier nochmal Hacker. Und hier kann ich jetzt wieder ins Blaue reingehen. Puh, aber gerade noch so. Toll. Kann ich aber alles nicht nehmen. Das ist natürlich dämlich. Da ist mal der Hack geglückt und dann kann ich nicht mitnehmen, was drin war. Heul. Dann wieder auf der Bohrer. Das Dosefleisch und die Sardine nehme ich gern mit. Ansonsten, ja, sollte ich wohl auch der Anweisungen hier wieder folgen. Ja, ich bunker mein Geld auch immer im Ofen. Ist natürlich die sicherste Möglichkeit, sein Geld zu bunkern. So verbrennt es auch gar nicht oder so. Hier haben wir noch überall die Schmetterlinge wieder. Der Schmetterling. Ah, jetzt wird uns das vielleicht mal erklärt. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Das ist vom Froschkopf. Ich halte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Ja, sehe ich genauso wie du. Du bist auch gar kein Psychopath. Alles wunderbar. Alter, was die war dummes Zeichen, als du babbeln die Splicer. Drei kleine Engelchen. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Sie ist alt. Ist schon mal die beste Erklärung ever. So. Ups. So. Jetzt gibt's erstmal was auf die Fraser. Jesus, wie lange die immer noch plärren, wenn man die umgebracht hat. Und da hinten stolpert noch was rum. Ah ne, das waren nur Schmetterlinge. Okay. Ah, das war vielleicht die, die ich ungehört habe, die Kamera. Ja, die alte Gracie, sie ist alt. Ja, damit kann man alles legitimieren, ne? Gut. Politik leckt mich, jetzt zählt nur noch, wer die Asche hat. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Erkenntnis. Und wieder so ein Bot-Shutdown. Und so einfach geht das. Flinte. So sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Die scheinen wohl beide zu denken, dass sie einander ausnutzen. Der verkauft ihm die Sache fast doppelt und der andere verkauft es fast zehnfach an Andrew Ryan.
Aber warum auch immer ich jetzt die Flinte hier gefunden habe, aber geil ist auf jeden Fall. Jetzt probieren wir die doch gleich mal aus. Heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Eleanors Zimmer. Okay. Eleanor, 7 Jahre. Teddy. Teddy Hänse, 8 Gemesse. Eleanor mit ihrer tolle Mutter der Schmerzen noch. Dann nennen wir doch noch Plasmid. Nee, Quatsch. Tonikum. Scharfer Beobachter. Mach deine Forschungen effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Okay. Ja, komm. Lass mir erstmal gut sein. Das brauchen wir erstmal nicht. Gut. Also, das muss Grace' Wohnung sein. Weil hier Eleanor auch unangebracht war. Ja, Standardbadezimmer. Der hat mal einen Spiegel oder irgendwas. Alter. Äußerst persönlich hier. Was steht dann dort drauf? Irgendwas Your James, glaube ich. Bild, das könnte von Empire State Building oder was sei. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ob New York um die 20er Jahre oder so vielleicht so ausgesehen hat. Lamp ist enttäuscht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Waren ganz tolle Aussicht hier. Wunderschöne Aussicht hat man hier. Und hier können wir den Fahrstuhl rufen. Hol dir den Hauptschlüssel von Grace. Okay. Ah, mit R3 kann ich auch noch hier besser zielen. Okay. Ja, das finde ich aber eigentlich anders besser als so. So, wir bleiben trotzdem mal bei der Schrotflinte. Kann ja nicht schade. Und ich würde es auch nur zu gern mal probieren, hier die Flinte. Ich spritze immer voll. Wir verwenden eigentlich kaum Plasmide. Also ich verwende hier eigentlich kaum Plasmide. Finster. Was ist denn da los? Da hockt sie die Krätze. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bringe es zu Ende. Naja, das war ja damals unter dem Big Daddy-Zwang. Oh Gott, wie hier noch der Rauch drin steht. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Ich glaube, ich lasse ihn in Ruhe. Ich töte nicht einfach irgendwelche Unschuldige. Und ich meine, die kann mir nur irgendwelche andere Splice auf der Hals jagen. Was will sie dann großartig machen? Ich nehme mal das Ding und... Was ist los? Mach schon, du gottverdammtes Monster. Tu, was du immer tust. Na los. Nee, du bist alt. Das ist schon in Ordnung, du bist alt. Ich rache erst mal nie. So. Und so ein Harbinger Bier brauche ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, nee, vielleicht denkt sie ja dann ein bisschen anders von mir und lasst mich eventuell in Friede. Vielleicht gewinne ich sie als Verbündeter oder sonst was. Komm, ist in Ordnung. Mehr muss ich nicht machen. Ich brauche noch den Schlüssel. Dann geh doch zum Teufel. Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Richtig.
Jetzt aber los. Eleanor wartet. Derzeit hat Delta Joach sein freie Villa. Von mein daher. Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein Mensch. Denkender Mensch. Mhm. Trophäe in Kupfer noch erhalten, Grace begegnet. Und ja, vielleicht denkt sie jetzt mal ein bisschen anders von mir. Und merkt eventuell, dass der Big Daddy derzeit sein freie Wille hat. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und okay. deine Chancen verbessern. Das klingt doch gut. Ich hab ja drauf gehofft, dass ich die jetzt als Verbündete krieg. Ansonsten wäre ich da in den Hinterhalt reingerannt und die hätten mich weiter hier als Monster arg sehen. Jetzt tötet eventuell die Familie, die Grace. Schauen wir mal. Ein viel stärkerer, diese freundlicher Sicherheitsbot. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Hm. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Okay. Fürs Erste. Na, das reicht mir erstmal. Vielen Dank, Grace. Elite-Sicherheitsbot. Hallo. Okay. Nicht schlecht, Mann. Elite-Bots. Und eventuell kannst du mal später noch ein bisschen helfen. Schauen wir doch mal. Ich bin gespannt. Oh oh. Genau. Den wollte ich noch Hacker. Komm aus deinem Versteck, du Typ. Für dich werden wir nicht erretten. Naja, ich habe gerade eben dein Bot gehackt. Insofern ist das eigentlich egal, wer hier wen errettet. Okay, die Big Sister. Habe ich noch, hat noch 10 Dollar, die ich noch abflattern kann. Gut. Das sieht doch gut aus. Und die Splicer sind sowieso für den Arsch. Die sind ja, naja, nennen wir es einfach mal Schwächlinge. Die haben ja nicht besonders viele auf dem Kaster. Ein bisschen nervig sind sie, das war's aber auch. Gott. Hallo? Hallo? Herzloser Grobian. Und burn, baby, burn. Das war's soweit. Gut. Noch ein bisschen Nachladen. Hoppla. So, der fällt jetzt erstmal mir. Und hier lag doch irgendwo ein anderer Big Daddy rum. Wo willst du hin, Schwätzchen? Ey, ey. Ja, irgendwo ist. Ja, da hinten ist noch ein Rosie. Hat der Sister? Aber der scheint noch einer Little Sister zu rufen. So, du kriegst auch noch was auf der Schädel, du hässlicher Freak. So. So. Feldversuch 1 hat er noch dabei als Audiolog. Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Den Tonika für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Na klasse. Aber dann machen wir mal den Daddy noch alle. Es tut mir immer leid, wenn die da stehen und noch ihre Sisters rufen und niemand kommt. Ach, die sind schon gewissermaßen sehr tragische Figuren, die Big Daddies, wie ich finde. Die kennen ihm schon leid, du. Also es macht mir auf jeden Fall Gefreude, die umzubringen. Weil, ja, ich finde, die sind schon recht tragisch.
Es ist auch scheiße, so Schicksal zu kriegen hier als Big Daddy. Ich meine, als es nur ursprünglich vielleicht nur große, starke Männer waren, die die Außendienstreparaturen gemacht haben, ist es ja halb so wild, aber gleich diese Koppelung an so Little Sister, das ist schon, boah, das ist schon ziemlich heftig. Hackpfeil holen wir uns noch. Schrot brauchen wir nicht, Bohrertreibstoff wäre nicht schlecht. Und dann passt das. Okay, dokeli. My Bots, die sind... Huch, das ist eine magische Flamme, die hier in der Luft schwebt. Ach, nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, was hier noch auf uns wartet. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Vielleicht lieber nicht. Mach das lieber nicht. Geh zurück zur Bahnstation, mein Junge. Weil wenn sie was hinaufrucht, kriegt sie eventuell selber noch auf der Wersching. Ich glaube, das ist nicht so toll. Okay, gerade nochmal gucke. Little Sisters in diesem Level. 2 von 3, oder wie sieht es aus? Sieht aus, als würde noch eine fehlen irgendwie. Naja. Ansonsten... Ah, warte mal, halte mal eine Gaul an. Wir können doch noch zum Gatherer's Garden. Wir haben ja noch 200 Eve. Das war doch etwas zu schnell gerade von mir. Beim Fishbowl können wir ja noch durchaus hier zum Gatherer's Garden gehen, was du auf an der Treppe noch war. Genau. Da gucke ich jetzt nochmal noch. So, wir können jetzt nämlich auch ein bisschen was kaufen. Wir könnten Winterblast, friere deine Gegner ein, zerschlage sie in 1000 Stücke. Telekinese 2, dank der stärkeren Telekinese kannst du jetzt härter werfen und mehr Schaden zufügen. Okay, Eve-Schoner, Plasmide verbrauchen weniger Eve, Körperpanzerung, vorsichtiger Hacker. Haben wir dann noch zusätzliche, haben wir nicht noch zusätzliche Plätze oder so, die wir freischalten können? Okay, dann machen wir Eve und Gesundheitsupgrade. Dann machen wir noch einen Plasmid-Slot. Jo. Das sieht soweit gut aus. Und einen Gentonika-Slot holen wir uns auch noch. Und der Rest lassen wir. Ah, holen wir uns noch einer. Einen Gentonika-Slot. Okay. Perfekt. So. Das sieht soweit in Ordnung aus. Dann können wir bei der Genbank noch vorbei und können noch mal gucken, was wir hier reinpacken. Jo. So, gucken wir da nochmal. Gefrierender Bohrer. Eventuell haben wir hier noch irgendwas. Scharfe Beobachter. Shorten Alarms. Hackers Delight. Haben wir doch noch der scharfe Beobachterei. Okay, sehr schön. Dann gehen wir nochmal zurück. Und schauen mal, was da noch kommt. Ach, wenn wir jetzt wahrscheinlich gerade so die 20 Minuten erreicht hätten. Aber ich wollte auf jeden Fall noch am Ende der Episode gucken, was da eventuell noch draußen abgeht. Beim Atlantic Express. Und... Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen. Aber bei mir geht das nicht so leicht. Das ist mir doch gerade egal. Mach doch was willst du, Gretel. Und du haben wir noch eventuell was? Nimm dir den Hauptschlüssel und steck ihn in die Steuerungsbox in dem Ticketschalter da. Dann öffnen sich die Tore. Mhm. Okay. Machen wir doch glatt. Und irgendjemand scheint noch in meine Kamera reingerannt zu sein, meine Überwachungskamera, die ich gehackt habe. So what? So, das machen wir jetzt noch. Verlasse mit dem Zug Popper's Drop. Mach ich. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Und zwar machen wir das morgen bei Let's Play Bioshock 2 auf Pilzig. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Du musst bis morgen warten, Sinclair. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.